Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder. Okay, gut. Das ist einfach heute. Ja, nach so langer Zeit, oder? Nach so langer Zeit. Wahnsinn. Endlich wieder der Heinrich. Oh, ich freue mich total. Manche von euch, ich duze euch einfach, okay? Manche von euch kennen mich noch. Ich bin Jutta Teufsen. Jetzt darf ich auch sagen, promoviert an der Philosophischen Fakultät der HHU Düsseldorf. Total dankbar. Total dankbar, hier wieder in meiner wissenschaftlichen Heimat zu sein, auf der Bühne stehen zu dürfen und durch diesen bestimmt, ich bin ganz sicher, wundervollen Abend führen und moderieren zu dürfen. Ich freue mich total, dass ihr da seid, dass das Haus wie immer so voll ist. Großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, der Heinrich, aus meiner Sicht eine kulturhistorisch sehr bedeutsame Veranstaltung. Seit 8 Jahren machen wir das. Gut, zweimal ist ausgefallen. Aber seit 8 Jahren, also für mich eigentlich die wichtigste Veranstaltung in Deutschland. So. Jedes Jahr. Weil endlich, wir warten immer so lange, bis die WissenschaftlerInnen aus der Philosophischen Fakultät rauskommen und endlich ihr Wissen, ihre Erkenntnisse mit uns teilen. Ja, dafür sind sie alle heute hierher gekommen. Das ist super, daher eine sehr wichtige Veranstaltung. Klingt jetzt erstmal schön und richtig schnuckelig, aber nicht vergessen, der Science Slam ist auch ein Wettbewerb, ja, ein knallharter Wettbewerb. Also heute kämpfen wirklich alle gegen alle, jeder gegen jeden, so eine gegen jeden und jeder gegen eine, weil wir haben eine Frau, sonst Männer. Deswegen, und worum geht's? Es geht natürlich hier, also die Veranstaltung heißt Heinrich, es ist die Heinrich-Heine-Universität. Die Trophäe heißt, wie heißt die wohl? Der Heinrich. Der Heinrich, genau. Wir haben uns viel Mühe gegeben mit dem Corporate Design und dem Marketing. Der Heinrich, genau. Um diese Trophäe geht's. Die darf aber nicht die Person mitnehmen, das tut mir leid, nicht die Person, die gewinnt, sondern eben das ganze Institut. Ja, das ist eine übergreifende Institutstrophäe, die eben immer wieder wandert, immer wieder das Institut wechselt. Trotzdem gibt es natürlich auch für euch was zu gewinnen, auch für die Einzelleistung. Und das ist ein 30-Euro Amazon-Gutschein. Und ich bin so froh, dass ihr lacht, weil es stimmt natürlich nicht. Nein, es gibt 400 Euro zu gewinnen, genau, heute Abend. Für die Siegerin oder den Sieger. Und natürlich, was noch viel wichtiger ist, Ruhm und Ehre und die Gewissheit, dass das auf alle Ewigkeit im Internet vorhanden bleiben wird und vorfindbar sein wird. Ja, wo ihr jetzt auch schon alle hier so schön zusammen seid, ein Wort des Dankes an Simon Brandes, ohne die das alles gar nicht möglich wäre, die diesen Heinrich, den Science Slam, vor 8 Jahren eben ins Leben gerufen hat, seitdem immer weiter fortorganisiert. Und auch heute Abend wieder, Simon, wäre das ohne dich gar nicht möglich gewesen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr seid gut erzogen. Ja, applaudiert. Gedankt wird. Hervorragend. Bevor es jetzt hier richtig heiß hergeht, interessiert mich natürlich, wie immer, wer von euch war denn schon mal auf einem oder bei einem Science Slam? Mal bitte Hand hoch. Ganze Menge. Sehr gut. Wer war noch nie bei einem Science Slam? Wo kommen die immer alle her? Wahnsinn. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Und wer weiß gar nicht, was es beim Science Slam irgendwie zu tun gibt, worum es geht? Von denjenigen, die noch nie da waren? Wer weiß gar nicht, was los ist? Wenige, okay, wenige. Dann mache ich es ganz, ganz kurz. Beim Science Slam geht es darum, dass Wissenschaft kurz, also prägnant, unterhaltsam und vor allen Dingen auch, und da hapert es manchmal bei wissenschaftlichen Vorträgen, verständlich vorgetragen wird. Ja? Wir wollen verstehen, was da vorgeht. Wir wollen verstehen, was da geforscht wird, was die Erkenntnisse sind. So, auch ein wichtiger Faktor, Science Slam, Wissenschaft. So, es geht hier um die wissenschaftlichen Arbeiten, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Oft sind es Promovierende oder Promovierte, die vorstellen. Da geht es dann zum Beispiel um die Ergebnisse aus Doktorarbeiten. Aber es gibt auch Studierende, die vorstellen, die bei Science Slams mitmachen. Und dann ist es zum Beispiel, sind es die Ergebnisse aus einer Bachelorarbeit, aus einer Hausarbeit, aus einer Masterarbeit oder eben allgemein ein Forschungsinteresse, dem nachgegangen wird. Genau. Und das Ziel ist eben, dass am Ende, wenn man die Eltern dieser jungen Männer und Frauen anrufen würde, wenn man die Eltern fragt, so, was macht ihr Kind eigentlich den ganzen Tag durch den Science Slam, könnten die das wiedergeben? Verstehen die das? So, das ist so ein bisschen das Ziel. Und der Aufbau des heutigen Abends ist so, dass eben diese vier SlammerInnen nacheinander auf die Bühne gehen und dann eben in 10 Minuten, also wirklich in 10 Minuten nur, ihre Forschung vorstellen. Ganz wichtig ist, ich wurde schon gefragt, es gibt keine Pause. Ja, wir ziehen durch. Also wer irgendwie Shishi jetzt muss, nein, das ist verboten. Müsst ihr innehalten. Keine Pause. Aber sind ja nur 10 Minuten jeweils pro Vortrag. Und die 10 Minuten, das meine ich auch ernst, das wissen auch schon alle. So, ab irgendwie, ja, okay, es gibt so eine Pufferzone von 1 Minute. Und dann würde ich so langsam vielleicht auch wieder auf die Bühne kreuchen und ein bisschen unangenehm werden. So. Das Publikum mag das meistens, aber für die SlammerInnen ist es ein bisschen unangenehm. Daher, genau, die 10 Minuten sind ganz, 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 ganz ernst gemeint. Und da bräuchte ich von einer oder von einem von euch noch die Hilfe, weil das ganz gut wäre, das ist auch so abgesprochen, dass die SlammerInnen nach ungefähr 9 Minuten erfahren, okay, jetzt sind schon 9 Minuten um, ich muss jetzt richtig zackig sprechen oder was weglassen, um die 10 Minuten zu schaffen. Ich brauche jemanden von euch mit Smartphone, Stoppuhr, irgendwas, vielleicht hat jemand so eine Stoppuhr oder Smartphone mit Stoppuhrfunktion, der oder die nach 9 Minuten jeweils ein Zeichen geben kann, dass 9 Minuten um sind, gut sichtbar. Wer würde sich dazu bereit erklären? Da hinten jemand? Dankeschön. Vielleicht noch jemand weiter vorne. Sorry, hätte ich vorher sagen müssen. Ich danke dir für dein Engagement, aber jetzt merke ich gerade, dass es hier vorne total gut wäre. Oder ihr guckt eben da hinten hin. Der Nico, dankeschön. Ist das okay, wenn ich jetzt einfach dein Engagement so fallen lasse? Das tut mir leid. Dankeschön. Ich bedanke mich nachher nochmal. Dankeschön. Der Nico hier vorne, guckt euch mal den Nico an. Viele von euch kennen ihn ja auch schon. Genau, der Nico übernimmt das Zeitmanagement nach 9 Minuten jeweils. Und was machst du für, du machst ein Handzeichen, ne? Zeig mal dein Handzeichen, hervorragend. Und was machst du für einen Ton, falls die Leute hier versunken sind? Was machst du für einen? Okay. Super, danke schön. Habt ihr es, ihr werdet es merken. Genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke schön. Dann wollt ihr natürlich irgendwann, oder wir alle wollen natürlich am Ende des Abends auch wissen, wer dann gewonnen hat. So, ne, weil es gibt ja die 400 Euro zu verdienen, es gibt hier den Heinrich nach Hause zu tragen. Wer hat gewonnen? Und das ist total spannend, weil da ihr alle ins Spiel kommt. Ne? Ihr habt die Macht. Denn durch Applaus wird abgestimmt, wer heute Abend eben den Sieg davontragen darf. Ihr dürft und sollt gerne nur nach jedem Auftritt applaudieren. Aber ganz wichtige Info, die Abstimmung darüber, wer gewonnen hat, die findet ganz am Ende statt. Also wenn ihr alle Vorträge gehört habt, dann findet erst die eigentliche Abstimmung statt. Ja? Und das heißt, ihr dürft dann durch Lautstärke zeigen, wen ihr am besten fandet. Ne? Applaudiert gerne für alle, aber geht dann nochmal in euch so, wen fandet ihr am allerbesten? Sage ich auch nachher nochmal. Applaus ist bei uns ein sehr weit gefasster Begriff. So, also Applaus, so Klatschen zählt rein, aber auch irgendwie rufen, schreien, brüllen, pfeifen, mit Menschen werfen. Also, alles, was substanziell Lärm bereitet, das dürft ihr tun. Ah, da habe ich jetzt Fantasien getriggert. Ich merke das, ihr murmelt. Ich würde das gerne mal mit euch üben. So, damit ihr auch so eine Einschätzung bekommt, wie viel möchte ich, muss ich klatschen. Also stellt euch vor, es gibt eine Skala von 1 bis 10. Nur 1 ist schlecht, 10 ist super, 1 vergeben wir heute natürlich nicht. So, stellt euch mal vor, es stellt sich jemand auf die Bühne, ist so, hat die Mindestkriterien erfüllt, ist so bekleidet, oben und unten. Präsentation ist vorhanden, so weiße Schrift auf weißem Grund. Ihr seht es trotzdem. So, Vortrag, ja, verhält sich auch so in einem Zeitfenster von den vorgegebenen 10 Minuten.
plus, minus 10 Minuten. Also ihr würdet so schätzen, na, ich würde so 2 von 10 Punkten geben. So, wie wäre euer Applaus bei 2 von 10 Punkten? Das ist sehr wohlwollend, das finde ich cool. Das ist einerseits, spricht das für euch als wohlwollendes, wertschätzendes Publikum. Gleichzeitig freue ich mich dann auf den Szeneapplaus gleich. Genau. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir stellen uns vor, es kommt eine Person, so, die hat auch, ne, die Mindestkriterien erfüllt. Das ist so ein stattliches Referat. Ihr habt nachher was erfahren. Die Folien sind klassisch von oben bis unten vollgeschrieben, ein bisschen mit verschiedenen Schriftarten. Ihr habt was gelernt, sagt danach aber auch, ja, das reicht jetzt auch. Also vielleicht so 5 Punkte. Wie ist euer 5-Punkte-Applaus? Ja, und dann wird es schöner, ne? So ein bisschen respektabler noch, so bei 7 Punkten, da kommt eine Person, die hat wirklich einen tollen Vortrag, einen guten Vortragsstil, alles eine total solide Leistung, würde da sagen, boah, da habe ich richtig was mitgenommen, habe ich Lust drauf. So 7 Punkte, wie ist das? Und dann bei 9 Punkten, stellt euch vor, da kommt jemand und während die Person, sie hat 2 Minuten gesprochen und ihr habt schon euren digitalen Bücherhändler und ihr shoppt schon die ganzen Bücher von der Person zum ganzen Thema und ihr seid völlig begeistert und ruft schon eure Oma und sagt, die muss sofort herkommen. So, was sind 9 Punkte? Und jetzt bei 10 Punkten, ihr rastet einfach komplett aus. Ihr schmeißt eure Karriere, euer Studium, euren Beruf. Ihr schreibt euch neu ein für das Fach. Ihr habt ein Poster des Kandidaten, der Kandidatin, über dem Bett hängen. Ihr rastet völlig aus. Es geht nichts besser. Was sind 10 Punkte? Nicht schlecht. Man merkt, ihr wart lange eingesperrt. Ne? Ich finde das richtig gut, hervorragend. Das ist die beste Grundlage für einen guten Abend. Ich habe eine gute Nachricht. Und zwar, die Slam-Community in Düsseldorf wächst. So, ne, ihr kennt Poetry Slams, ihr kennt jetzt auch schon Science Slams. Und seit 2 Jahren haben wir auch einen Philosophy Slam. So, organisiert von Simone Dietz aus der Philosophie und Ludger Schwarte von der Kunstakademie haben wir jetzt eben auch einen puren Philosophie Slam. Und da haben wir heute das große Glück, außer Konkurrenz, einen Special Guest zu haben, nämlich eben die Siegerin des diesjährigen Philosophy Slams. Und die heißt Anna Hülkenberg. Einmal bitte auf die Bühne mit großem Applaus. Genau, ein Geschenk für euch vor. Ja. Ist jetzt plötzlich eine düstere Performance. Also, ich glaube, mein Mikro ist nämlich auch an. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, wollen wir es nochmal probieren? Anna, okay. Wie geht's dir? Gut. Hast du Bock? Ja, schon so ein bisschen, ne? Also eigentlich zwar volle Kanne, aber ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Genau. Also lasst euch drauf ein, es ist ein ganz anderes, ganz tolles neues Format. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, bin ja selbst, man sagt, von Hause aus Philosophin. Genau, freue mich total und daher überlasse ich dir jetzt die Bühne. Ich sage nicht viel mehr. Viel Spaß und euch auch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, es wurde jetzt schon der Philosophy Slam angekündigt. Aber was ist das eigentlich? Naja, das ist eine Mischung aus Science Slam und Poetry Slam. Deswegen stehe ich hier auch außer Konkurrenz, weil das, was ich hier auf 2 Seiten ausgedruckt in der Hand halte, das ist kein richtiger Science Slam. Aber er enthält jetzt auch nicht nur Poetry, also nicht nur Meinung, nicht nur irgendeine Aussage oder irgendein Thema, mit dem man sich gerne beschäftigt, sondern es ist auch philosophisch angehaucht. Und ich beschäftige mich heute mit Wahrheit, denn das hat Demokrit, ein Philosoph aus der Antike, auch schon gemacht.
Er sah die Wahrheit in den kleinsten Bausteinen der Welt, den Atomen. Es hat sich durchgesetzt. Ne? Und wie ein Tag im Leben von Demokrit damals so aussah, das erzähle ich euch jetzt. Es ist ein lauer Sommertag im antiken Griechenland. Demokrit liegt am Strand und schaut in den Himmel. Zwei weiche Wölkchen zieren das ansonsten satte Blau. Ist dieser Satz wahr? Was heißt Wahrheit? Wahrsein ist die Eigenschaft von Aussagen, die Erkenntnis schafft. Ob wir sie erkennen oder nicht, Wahrheit ist davon unabhängig. Aber wann ist eine Aussage über die Welt wahr? Fragt sich auch Demokrit und robbt durch den Sand zu einem Sonnenbrillenverkäufer. Junger Mann, das sind Sonnenbrillen dort. Sie sehen so aus und sind nicht einfach fort. Empirisch sind uns einig und sehen beide ein, es ist wahr, das müssen Sonnenbrillen sein. Mit seiner neuen schicken Sonnenbrille setzt sich Demokrit in den Sand. Denn er lächelt richtig breit über seine wahre Aussage. Er schaut sich so um und dann schwebt eine wunderschöne Frau elegant auf ihn zu und lässt sich anmutig neben ihm nieder. Sie macht ihm Komplimente zu seiner neuen schicken Sonnenbrille und sagt, dass sie in Wirklichkeit erkennt, dass er der perfekte Mann für sie sei. Hat sie das in Wirklichkeit so oberflächlich erkannt? O holde Maid, das kann nicht sein. Am liebsten denke ich nach. Allein. Ein Hedonist, wer sich von Schönheit treiben ließe. In Wirklichkeit erkennen wir nichts. Denn die Wahrheit liegt in der Tiefe. Er drückt ihr die Sonnenbrille in die Hand und wirbelt zum Meer. Er hatte schon die Wahrheit von Aussagen erkannt. Doch es muss noch mehr Wahrheit geben. Wenn sie in der Tiefe liegt, dann ist sie am Boden zu erkennen. Von Sonne getränkter Meeresboden, die Muscheln sichtbar auserkoren, als Spielzeug für kleine Fischchen fein, doch kann das schon die Wahrheit sein? Er taucht tiefer ins Meer, 10 Meter unter der Wasseroberfläche. Welch Schönheit vorher unbekannt, Korallenriffe dicht bemannt, von fröhlich bunten Quallen und Fischen, kein Leid kann sie hier erwischen. Siehst du deine Wahrheit, wie du bist? Du kannst über dein Empfinden urteilen. Dir geht es gut. Ist das deine Wahrheit? Eine Wahrheit? Kannst du dich dabei irren? 1 Million Meter unter der Wasseroberfläche. Unter deiner Oberfläche. Du hast den Sinn deines Lebens ergründet. Aber ist das ein wahrheitsfähiges Urteil? Eine Wahrheit? Oder einfach eine Annahme über dich selbst? Ein Irrtum ist ja ausgeschlossen, denn es geht um dich. Was ich versucht erkannt zu haben, die Wahrheit nicht gefunden, beschäftigt mich schon viele Jahre, Monate und Stunden. Kriterien der Wahrheitsfähigkeit sind hier verschwommen, nicht empirisch nachweisbar, die Tiefe steil erklommen. In Wirklichkeit erkennen wir nichts, denn in dieser Tiefe sind wir blind. Enttäuscht taucht Demokrit auf und geht in die Strandbar Falibili Sunrise. Während er auf seinen Cocktail wartet, lässt er seine Gedanken schweifen und genießt doch noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Ich irrte mich, bin ein fehlbares Wesen. Die Erde ist flach von gestern gewesen. Empirisch bestätigt bei Wahrheit der Fall, doch geht das auch in rational? Sein Lieblingscocktail 7&7 wird serviert.
Der schaumig süße Cocktail erfüllt leicht prickelnd seinen Mund und er beendet seinen großen Schluck mit einem Oh. 7 und 7 ist immer 14 auf der ganzen Welt und hier in Athen. Logisch bewiesen, wer es nicht sieht, ist blind und hat das Ergebnis dann falsch bestimmt. Es besteht hier kein Zweifel, wenn falsch erkannt. Definitionen sind Wahrheit, so elegant. Und schaut so tief in sein rundes Cocktailglas. Ist das deine Wahrheit? Nein, es ist eine universelle. Unsere analytische Wahrheit, wahrheitsfähige Aussage im abstrakten Raum der Definition. Ich sitze am Nebentisch und lege meine Zeitung weg. Hey, Demokrit, hast du es auch endlich erkannt? Mensch, 2400 Jahre später ist uns Philosophen das völlig klar. Bin davon auf deiner Seite. Es gibt nur empirisch und analytisch wahrheitsfähige Aussagen. Sie müssen überprüfbar sein, um als Wahrheit zu gelten. Aber warum haben wir das nicht so detailliert von dir überliefert bekommen? Schön alles aufschreiben und nicht verlieren, ja? Demokrit? Bist du wach? Ach, hey, ihr stimmt. Er hat ja zu tief ins Cocktailglas geguckt. Und so ging viel Wissen aus der Antike verloren. Aber immerhin hat Demokrit die Wahrheit gefunden. Dankeschön. Danke sehr für diesen wunderbaren Auftakt. Der Science Slam, der Heinrich, ne, erwächst. Wir haben jetzt einen Special Guest. So, das finde ich ganz großartig. Jetzt wollen wir dann mal weitergehen. Und zwar, ein bisschen schwerfällig die Präsi, kommen wir endlich zu unserem ersten Slammer diesen Abends. Stefan, komm auf die Bühne. Hi. Hi. Guck mal, ob es geht. Test 1, 2, 3. Wunderbar. Stefan, deinen Titel verrate ich noch nicht. Ich habe ihn aber auf dem Hinweg auswendig gelernt, muss ich sagen. Wir haben uns vorhin schon unterhalten, weil vielleicht ist es euch aufgefallen, der Geruch, als ihr reinkamt, war vielleicht ein bisschen komisch, oder? Ist uns selbst aufgefallen. Wir haben nämlich noch Pizza hier gegessen. Und dementsprechend, genau, sind wir da ins Gespräch gekommen. Und als Germanist bist du ja auch interessiert an ja, Wörtern, Begriffen und ich auch als Philosophin. Und du hast was Komisches gesagt. Soll ich das nochmal aufgreifen oder weißt du es selbst? Was ich kann es gerne sagen. Genau, wir sind alle gefragt worden, was unsere Lieblingspizza ist. Und ich musste sehr, sehr lange nachdenken. Dann musste ich noch länger nachdenken. Dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt irgendwas vollkommen unoriginelles sage ich die Bamberger Katzenpizza. Und bevor ihr jetzt an meinen kulinarischen Vorlieben zweifelt, die Bamberger Katzenpizza ist keine Pizza, sondern ein Ort, den es wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr gibt. Aber das war ein kleiner Gruß an meine Bamberger Kolleginnen und Kollegen, falls die das irgendwann sehen. ja. So kam das zustande. Du hast da für deinen PhD geforscht oder für die Habilitation? Oder? Das war eine Postdoc-Phase, genau. Ja, okay. Und da hast du die, also vielleicht hattet ihr auch so dieses Bild vor Augen, so die Pizza mit so Kätzchen drauf. Um das mal offen zu machen. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben, auf jeden Fall. Als Überleitung, ich lass dir frei, hier die freie Bahn. Du kannst deinen, soll ich deinen Titel sagen oder Gerne. Möchtest du selbst? Okay,
Regieren um des Regieren Willens. Genau. Genau. Was wandelnde Kasusmorpheme über Sprache und Kognition verraten. Super. Wunderbar. Ich danke dir. Danke. Ja, wenn ich anderen Leuten erzähle, dass ich Sprachwissenschaftler bin, dann kriege ich meistens eine von zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, findest du auch, dass es im Deutschen viel zu viele Anglizismen gibt? Und die andere Reaktion ist, was hältst du eigentlich von diesem Gendern? Und dann muss ich Leuten erstmal erklären, was wir als Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler eigentlich machen. Einfach gesagt, wir hören Leuten zu. Aber wir geben dann keine guten Ratschläge, sondern wir sagen sowas wie, oh mein Gott, du hast gerade einen Am-Progressiv und zwei V1-Konditionalsätze verwendet. Wie geil ist das denn? Und manchmal, wenn wir Leuten zuhören, hören wir dann auch sowas wie das hier. Wenn das aber nicht geht, dann machen wir es nicht, denn wir wollen nicht regieren um des Regieren Willens. Regieren um des Regieren Willens, das sind solche Strukturen, über die wir uns dann ganz besonders freuen, denn auf den ersten Blick merkt man vielleicht gar nicht, dass da irgendwas anders ist. Und das ist sowas, was auch einem kompetenten Sprecher des Deutschen mal rausrutscht. Cem Özdemir zum Beispiel ist ja ein kompetenter Sprecher des Deutschen, auch wenn er Schwabe ist. Und auf den zweiten Blick merkt man dann aber vielleicht, da ist doch irgendwas schief. Und wir als Linguistinnen und Linguisten, wir schauen dann erstmal, war das ein Versprecher, ein Einzelfall? Oder steckt da mehr dahinter? Gibt es da ein System? Und um das herauszufinden, benutzen wir sogenannte Corpora. Ein Korpus ist eine Sammlung von sprachlichen Daten. Und ich habe das Kau-Korpus benutzt. Kau steht für Corpora from the Web. Und wie der Name schon sagt, enthält das sehr, sehr viele Internetdaten, sodass man da auch sehr seltene Phänomene finden kann. Und da bin ich tatsächlich fündig geworden. Ich habe sowas gefunden wie um des Abnehmen Willens. Aber nicht nur bei Willens bin ich fündig geworden, sondern auch bei Wegens, also sowas wie des Dartsportwegens und ganz viele andere Beispiele. Und diese beiden Konstruktionen um etwas Willens und XY Wegens wollen wir uns heute etwas näher anschauen. Also um nochmal deutlich zu machen, worum es geht. Normalerweise würden wir standardsprachlich erwarten, dass wir sowas finden wie um des Friedens Willen, wo das S, das ist dieses Kasusmorphem aus dem Titel, das eben anzeigt, hallo, ich bin Genitiv. Das würden wir hier am Nomen erwarten. Und in diesen Konstruktionen, die wir uns anschauen, wandert das auf die Postposition. Ein bisschen Terminologie, so etwas wie um etwas Willen, das ist eine Zirkumposition und diese Zirkumposition besteht aus einer Präposition und einer Postposition. Und wenn wir sowas haben wie der Liebe wegen oder wegens, dann handelt es sich eben ebenfalls um eine Postposition. Das wird später nochmal wichtig. Was ich jetzt machen möchte, ist eine Erklärung vorschlagen, wie es zu diesem Wandern von Kasusmorphemen kommt. Diese Erklärung, das muss nicht die einzig wahre oder einzig gültige Erklärung sein. Ich werfe vielmehr ein paar Hypothesen in den Raum, die völliger Mumpitz sein können. Also da dürft ihr mich dann gerne auseinandernehmen hinterher. Aber vielleicht ist ja doch was Sinnvolles dabei. Die Hypothese, die ich vorschlagen möchte, beruht auf drei Säulen. Und die erste Säule ist die Tendenz zur Klammerstruktur, die wir im Deutschen haben. Im Deutschen haben wir auf vielen verschiedenen Ebenen die Tendenz, Klammern zu bilden. Das heißt, wir benutzen sprachliche Strukturen, bei denen wir der Hörerin oder dem Hörer signalisieren, hier geht eine Einheit los. Dann spannen wir die Zuhörerin ganz lange auf die Folter und dann geben wir das Signal, hier ist die Einheit zu Ende. Das sehen wir zum Beispiel bei Nominalphrasen. Also eine Nominalphrase ist sowas wie dieses Beispiel. Und diese Nominalphrase, die ist erweiterbar. Wir können sowas sagen wie dieses schöne Beispiel, dieses schöne und gute Beispiel oder dieses sehr authentisch klingende, aber aus Mangel an Zeit und so weiter Beispiel. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich so mit den 10 Minuten hadere, denn so lange dauert ja im Deutschen normalerweise ein Satz. Wenn wir jetzt in den Bereich der Flexion gehen, also in den Bereich der Bildung von verschiedenen Formen eines Wortes, das Kind, des Kindes, dem Kind und so weiter,
Da haben wir manchmal, in seltenen Fällen, aber manchmal auch solche Klammerstrukturen. Normalerweise haben wir, wenn es um die Flexion von Nomen geht, die sogenannte Monoflexion. Das heißt, nur an einer Stelle in der sogenannten Nominalgruppe wird Kasus markiert. Wenn wir uns aber den Genitiv anschauen, dann ist der in manchen Flexionsparadigmen ein bisschen anders. Also da haben wir sowas wie des neuen Autos. Da haben wir also eine mehrfache, eine quasi redundante Kasusmarkierung. Einmal am Artikel des, einmal mit dem Genitiv flexiv s beim Auto und so könnte man hier sagen, dass hier eben auch eine Art Klammer vorliegt und eine besonders deutliche Markierung des rechten Klammerelements durch dieses Genitiv S erfolgt. Und damit sind wir jetzt bei meiner ersten Hypothese, die wäre nämlich, dass wir es hier mit einer Reinterpretation dieses S zu tun haben, das dann weniger als Genitivmarker wahrgenommen wird, als vielmehr als klammerschließendes Element. Und jetzt ist es mit klammerschließenden Elementen häufig so, dass mehrere klammerschließende Einheiten miteinander konkurrieren. Und genau das ist nach meiner Hypothese auch hier der Fall. Also wir haben eine äußere Klammer um etwas Willen oder Willens, wie auch immer. Und wir haben eine innere Klammer des lieben Frieden oder Friedens mit dieser Nominalphrase. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wo soll dieses S hin? Und solche, dieses Phänomen, dass die schließende Klammer ein bisschen weiter rechts hinwandert. Das haben wir auch in anderen Bereichen. Also wenn ihr zum Beispiel in der Schriftsprache mal schaut, da finden wir ganz, ganz häufig dieses Phänomen, dass, wie in diesem gerade von mir ausgedachten Beispiel, die Klammer ein bisschen weiter nach rechts wandert. Wir würden ja normalerweise erwarten, dass die schließende Klammer nach dem Ausgedachte kommt. In diesem Beispiel ist sie aber weiter nach rechts gewandert, wahrscheinlich, weil wir kognitiv einfach noch zu sehr damit beschäftigt sind, die übergeordnete Klammer gewissermaßen im Kopf zu behalten. Das wäre also die erste Säule meiner Erklärung. Die zweite Säule ist Kontamination. Das klingt jetzt erstmal ganz schrecklich und nach Corona oder so, aber das ist etwas, was in der Sprache immer wieder passiert. Einfaches Beispiel, wir haben ja auf der einen Seite sowas wie meiner Meinung nach, auf der anderen Seite haben wir sowas wie meines Erachtens oder meines Wissens. Wenn wir aber genau hinhören, dann hören wir ganz häufig sowas wie meines Erachtens nach, meines Wissens nach. Das heißt, hier hat eine Vermischung dieser Konstruktionen stattgefunden, also eine Art Kontamination. Das passiert ständig und oft auch sehr viel subtiler und sehr viel unauffälliger als in diesem Beispiel. Und eine Erklärung, die mein Kollege Jörg Bücker für dieses Phänomen der wandernden Kasusmorpheme geliefert hat, ist, dass wir hier eine starke formale Ähnlichkeit von Willen oder auch von Wegen zu trochäischen maskulinen Simplicia auf EN haben. Trochäische maskuline Simplicia, das klingt jetzt erst wie der medizinische Fachbegriff für alte weiße Männer, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir haben Simplicia, einfache Wörter, also nicht zusammengesetzte Wörter, maskulin einfach das grammatische Geschlecht und trochäisch, damit ist dieses typische Akzentmuster des Deutschen gemeint, dass eine betonte Silbe gefolgt wird von einer unbetonten Silbe, wie in Mutter, Vater und so weiter. Und in all diesen Beispielen, die wir hier sehen, wie Boden, Brunnen, Garten und so weiter und eben auch im Substantiv Willen. Und die Idee wäre nun, dass, weil diese formale Ähnlichkeit besteht, dieses Willen quasi als Substantiv reinterpretiert wird und dementsprechend auch so reflektiert wird wie des Bodens, des Brunnens, des Gartens und so weiter und so fort. Es gibt aber noch eine andere Art und Weise, wie sich verschiedene Konstruktionen gegenseitig beeinflussen können. Die will ich noch kurz erwähnen, die in eine ganz andere Richtung geht. Und dafür müssen wir ganz kurz in die Versprecherforschung schauen. In der Versprecherforschung gibt es zwei große Versprechertypen. Das eine ist die Antizipation. Da wird etwas vorweggenommen, was eigentlich später kommen sollte. Und das sehen wir in diesem Beispiel. Es ist 09 Uhr. Oder auch in diesem Beispiel. Die Omikron-Rolle Welt rollt umgekehrt. Die Omikron-Rolle Welt. Nee, Welle rollt. Danke, Ulrike. Sie rollt mit rund 64.000 Neuinfektionen. Und das Gegenteil davon wäre die sogenannte Perseveration. Da liefern wir quasi etwas nach, was eigentlich vorher hätte kommen sollen. Und das wäre ein weiteres Erklärungsmuster für dieses Phänomen, auch wenn ich hier nicht davon ausgehen würde, dass es sich um Versprecher handelt. Dafür gibt es einfach zu viele Belege und es ist zu systematisch. Aber der generelle Mechanismus dahinter, den kann man darauf übertragen. Und jetzt kommen wir zur letzten Säule, nämlich zu Frequenzeffekten. Denn die Gebrauchshäufigkeit ist etwas, was in der Sprache ganz
ganz häufig eine ganz starke Rolle spielt. Und wenn wir uns anschauen, wie häufig Postpositionen und Zirkumpositionen, also die Teile, mit denen wir uns hier beschäftigen, wie häufig die in der Sprache sind, dann sehen wir, dass die im Vergleich zu Präpositionen wahnsinnig selten sind und in den letzten 300 Jahren auch noch ein bisschen seltener geworden sind. Das heißt, die kommen fast nie vor, denen begegnen wir fast nie, deswegen haben wir sehr wenig Erfahrung damit. Und weil wir so wenig Erfahrung damit haben, macht es auch Sinn, dass wir in diesen Konstruktionen quasi nicht ganz souverän damit umgehen können, weil wir quasi zwei Andockstellen für das Genitiv S haben. Eben einmal das Substantiv, einmal die potenziell als Substantiv reinterpretierbare Postposition. Und das wäre also der letzte Bestandteil dieser Hypothese, die aber, wie gesagt, nur eine Möglichkeit ist, das alles zu interpretieren. Vielleicht hat jemand eine bessere Idee. Insofern bin ich da auch für Rückmeldungen und Input sehr dankbar. Und insofern lohnt es sich auch, hier noch ein bisschen weiter zu forschen, denn es gibt auch noch weitere Wandermorpheme, wenn man ein bisschen weiter sucht. Also man findet auch sowas wie meines Betrachten nachs, meines Wissen nachs. Und die sollte man noch weiter erforschen, entweder des Interesse halbes oder einfach nur des Spaßes halber wegens. Damit bin ich am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr... Und wenn ihr Input, Anregungen habt, meldet euch. Ihr wisst ja, ich höre euch zu. Danke. Hab mir vorgestellt, dass es vielleicht ganz gut wäre, ich weiß ja nicht, was ihr vorher gemacht habt, ne? Ob ihr schon in der Kneipe wart oder so, Feierabend, Bierchen, was auch immer, dass es vielleicht ganz gut wäre als Gedankenstütze, wenn wir zu jedem Slammer und zu jeder Slammerin ein Stichwort aufschreiben. So. Und publikumsorientiert möchte ich das gerne von euch haben. Das heißt, welches Stichwort verbindet ihr mit Stefans Vortrag? Da gehe ich mal zwischenzeitlich hier zum Flipchart und ihr könnt in euch gehen und gleich gerne reinrufen. Also ich habe hier ganz vorne einmal kurz gehört, Morphem, aber ihr habt doch bestimmt noch mehr. Oder seid ihr alle damit d'accord, Morphem? Vielleicht habt ihr noch andere Ideen? Des Spaßes halbers wegen. Kannst du dich damit identifizieren? Des Spaßes halbers wegens? Genau. Sehr schön. Traumhaft. Dankeschön. Des Spaßes halbers wegens. Das merke ich mir. Dankeschön. Dann, machen wir weiter, ne? Steht hier schon der nächste Stefan. Komm auf die Bühne. Dankeschön. Genau. Stefan Reinach-Selbach. Wir haben heute nur zwei Stefan. Stefan oder Stefans? Steffen ist der Plural von Stefan. Nein, aber ich weiß es nicht. Egal. Das ist eine Frage für die PhilosophInnen vielleicht. Dann sage ich Stefanen. Stefanen, finde ich gut. Alles klar. Der Stefanen zu bilden. Darf ich deinen Titel schon sagen oder möchtest du ihn selbst sagen? Weil auch den habe ich geübt. Ich werde ihn gleich nochmal ganz dramatisch sagen, aber wenn du den auch schon einmal vorher sagen möchtest, dann darfst du das gerne. Ich muss nicht, ich kann, wenn ich soll. Aber ich Was muss macht nicht. Dir so eine Freude, oder? Bitte, du hast auswendig gelernt. Okay. Oder? Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Exakt. Genau. Ich bin total gespannt. Und auch wir haben uns, es war vorhin wirklich das Thema, alle ausgehungert und so, wir haben uns über Pizza unterhalten. Und du hast gesagt, du magst ganz eklige Pizza. Ja, was genau. Was ist da los? Ja, also so neapolitanische, so mit Sardellen und Oliven, am besten noch Artischocken und Kapern drauf. Also das, wo die meisten Leute... Genau, genau.
Das, wo die meisten Leute schreiend wegrennen, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist mein Salzaushalt auch einfach problematisch oder ja, so. Ja, also ich finde es nämlich auch geil. Ja, okay. Ja, also, ne, ja, weil so, ich mag auch gerne Salz. So ja. Kann ich das nachvollziehen? Ja. Genau. Ich frage immer so doofe Sachen, ne? Hm. Weil über eure Forschung redet ihr ja eh schon und mich interessieren dann immer so andere Sachen. Also jetzt wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr dem Stefan mal eine Freude machen wollt, eine Pizza mit ganz vielen salzigen Sachen drauf. Ne? Und das muss gar nicht zusammenpassen. Ne? Nö, nö, nö. Genau. Hauptsache salzig und Hauptsache Sardellen. Okay, verstehe. Ich weiß auch nicht. Nächstes Mal machen wir das auch. Okay. Gut. Also ich überlasse jetzt, es wird jetzt nur noch schlimm, ich überlasse dir die Bühne. Du gibst mir das mit den Worten, es wird jetzt nur noch schlimm. Nein, das ist schon nein, mal sehr freundlich. Ich glaube, durch mich wird das Gespräch, das wir führen, ab jetzt, glaube ich, nur noch schlimmer. Okay. Deswegen lasse ich dir die Bühne und wünsche dir und euch viel Spaß. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Mein Name ist Stefan Reiners-Seelbach. Und ich mache Wissenschaftsgeschichte der Geisteswissenschaften und arbeite mit Methoden der Digital Humanities. Was das ist, dazu später mehr. Man verliert gerne so am Anfang den Faden. Ich weiß nämlich, ich wollte euch meinen Titel nämlich auch noch dramatisch vorlesen. Der Titel ist nämlich Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich möchte nämlich mit einer Geschichte anfangen, so wo wir jetzt so unter uns sind. Da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Es war mein erster Tag an der Uni, das erste Tutorium Germanistik. Der Campus war wohl ziemlich voll, deswegen waren wir so in den Mathematikgebäuden untergebracht. Die MathematikerInnen hatten aber spitz bekommen, dass wir Germanistik studieren. Wieso lachen da schon Leute? Da kommt einer der Mathematiker auf uns zu und macht ganz komische Geräusche. Geistis. Also man könnte ja sagen geistreich, ne? Also wie albern, Geistis für GeisteswissenschaftlerInnen. Also die Geisteswissenschaften haben doch wohl nichts mit Geistern zu tun, oder? Oder etwa doch? Und jetzt mal ganz im Ernst, was wenn doch? Also wer von euch hat schon mal irgendwie mit Geisteswissenschaften zu tun gehabt? Ja, danke. Es war auch nur die Frage, ob ihr zuhört, weil ihr wart alle in der Schule, glaube ich so. Wer von euch hat eine Geisteswissenschaft studiert? Das ist auch eine ganz schöne Menge. Und wer hat sich gefragt, wie der Geist in die Geisteswissenschaften kommt? Also das sind wiederum verdammt wenige, also ihr seid irgendwie nicht so neugierig, kann das sein? Ich nehme euch trotzdem mal mit hier auf diesen wilden Ritt, weil mich hat das den Kaninchenbau runtergetrieben, mich zu fragen, wie zum Teufel kommt der Geist in die Geisteswissenschaften? Und dabei musste ich feststellen, dass das Ganze mit einem riesigen Plagiatsfall anfängt. Und dieser Plagiatsfall hat mich zu meiner Dissertation gebracht. Ich fange einfach mal wie üblich am Anfang an. Und wenn man so nachschlägt, dann findet man Wilhelm Dilthey, einen Philosophen, als den Begründer des Begriffes der Geisteswissenschaften. Wilhelm Dilthey hat 1910 ein Buch geschrieben, in dem es um den Geist geht. Aber ihm sind das keine komischen Gespenster oder irgendwas Metaphysisches, sondern es ist der objektive Geist. Objektiv, weil er in den Objekten liegt, weil wir Menschen etwas von uns in die Objekte mit hineingeben, wenn wir sie schaffen. Das können Texte sein, das können Kunstwerke sein, das kann alles Mögliche sein, was Kultur bedeutet. Also ich habe das einmal so versucht zu visualisieren. Nichts Übernatürliches, sondern eben die Objekte, das ist das, was Dilthey interessiert. Und die Wissenschaften, die sich mit diesen Objekten beschäftigen und sie verstehen wollen, die nennt Dilthey dann Geisteswissenschaften. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nein, ich habe schon angedeutet, wir kommen zu einem Plagiatsfall. Ich möchte euch nämlich noch jemanden vorstellen. Das ist Moritz Lazarus. Moritz Lazarus schreibt 1851, also fast 60 Jahre vor Dilthey, über genau denselben Begriff des Geistes. Also hier gilt genauso, hier werden auch unschuldige kleine Geister zerquetscht. Aber Lazarus interessiert sich nicht nur für diese Gegenstände, in denen der Geist liegt. Lazarus macht daraus viel mehr. Der macht daraus eine frühe Form der Kulturpsychologie. Er nennt das Ganze Völkerpsychologie, weil er interessiert sich dafür, wie Menschen in Kultur funktionieren und wie Kulturen miteinander klarkommen. Und hier auch das erste Mal Kulturen im Plural. Kein Begriff der Hochkultur, sondern wirklich mehrere Kulturen gleichmäßig, gleichwertig nebeneinander. Naja, also, Lazarus und Dilthey kannten sich. Die beiden waren Freunde, bis sie sich irgendwann zerstritten haben. Warum die sich zerstritten haben, das wissen wir nicht so richtig, aber ich kann Lazarus das schon ganz schön nachvollziehen. Also wenn mir einer meine Ideen klaut, aber dann auch noch meinen Stil klaut,
Bart, Haare, Klamotten, alles. Also da würde ich langsam auch biestig werden, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, der Lazarus, der zieht das irgendwie überzeugender durch und der hat auch hier irgendwie so ganz viel so Schreibtisch-Credibility, ne? Also finde ich irgendwie, finde ich ganz gut. Naja, aber Diltay ist bekannt als derjenige, der den Begriff der Geisteswissenschaften geprägt hat. Also ich meine, bekannt, wie man als Nischenphilosoph halt so ist. In meiner Germanistik-Grundkursvorlesung wurde er einmal am Rande erwähnt. Das ist schon Fame, also für Nischenphilosophen. Kommen wir also zu Lazarus. Lazarus hat nicht nur diesen Begriff des Geistes geprägt, sondern diesen Begriff der Kulturen geprägt. Lazarus hat auch noch innovativ und interdisziplinär gearbeitet. Er hat nämlich nicht ein Buch geschrieben und gesagt, so, das ist jetzt die Wahrheit, sondern hat eine Zeitschrift begründet und hat Leute aus allen möglichen Disziplinen eingeladen, um mit denen gemeinsam an dem Projekt der Kultur zu forschen und diese Völkerpsychologie zu untersuchen. Und um noch eins oben drauf zu setzen, Lazarus war der weltweit erste Professor für Psychologie 1860 in Bern. Und trotzdem findet man ihn in Psychologie-Geschichtsbüchern höchstens als Randnotiz. Wie zum Teufel konnten wir Lazarus vergessen? Lazarus hatte leider ein Problem. Lazarus hieß nicht Moritz Lazarus, das war ein Pseudonym, was er selber nie angenommen hat. Er hieß Moses Lazarus und war Jude in einem Preußen und später in einem Kaiserreich, in dem es durch den Berliner Antisemitismusstreit salonfähig wurde, antisemitisch zu sein. Diltay konnte ihn plagiieren, andere konnten ihn plagiieren, er konnte in Deutschland nicht mal Professor werden. Und deswegen sieht häufig die überlieferte Geschichte so aus. Lazarus als gescheiterte Theorie, als gescheiterter Denker, als Sackgasse in der Geschichte der Wissenschaften und Diltay als derjenige, der es begründet hat. Wenn wir aber dieses Bild der Geschichte weiter so überliefern, dann wiederholen wir nur Antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Das können wir irgendwie nicht wollen. Das Problem ist aber, oder der Vorteil ist, je nachdem wie man es sieht, die Realität ist viel, viel komplizierter. Indirekt werden Leute zitiert, hier und da finden sich Ideen wieder. Es ist ein riesiges Chaos, aber es ist ein total interessantes Chaos. Und es gibt ganz viel Beeinflussung. Alles führt irgendwie zu diesem Begriff der Geisteswissenschaften, auf den wir uns geeinigt haben. Und am spannendsten ist eigentlich hier oben der Bereich. Die Leute, von denen, die von Lazarus gelernt haben und die sich wiederum alle gegenseitig beeinflusst haben. Und der Ort für diese Beeinflussung, das ist diese Zeitschrift für Völkerpsychologie, von der ich eben gesprochen habe. Naja, wenn man Lazarus ernst nimmt und sein Vorhaben ernst nimmt, muss man die gesamte Zeitschrift lesen, um die Völkerpsychologie zu verstehen und dann zu verstehen, was Geist eigentlich ist und sein kann. Das sind aber 482 Aufsätze, knapp 11.000 Seiten oder 3,2 Millionen Wörter. Mist, da musste ich einmal nachgucken, wie viel das war. Das ist ein bisschen viel, ne? Und da wissen wir vielleicht auch, warum das noch niemand gemacht hat, obwohl das alles seit den 80ern eigentlich bekannt ist. Und bis vor gar nicht so langer Zeit konnten wir uns eigentlich zurücklehnen und sagen, okay, ist einfach nicht machbar, der ist nicht so wichtig, dass ich da 20 Leute 5 Jahre mit beschäftigen kann oder so, ein großes DFG-Projekt daraus machen kann. So leicht haben wir es heute nicht mehr. Durch die Digitalisierung stehen so viele Quellen frei im Internet zur Verfügung, unter anderem eben auch diese Zeitschrift, dass wir es uns nicht mehr so leicht machen können. Die warten nur darauf, dass wir sie anzapfen, diese Quellen. Und als HistorikerInnen dürfen wir uns vor den Möglichkeiten, die uns das bietet, aber auch von der Verantwortung, die uns das überträgt, einfach nicht verschließen. Und ich habe schon kurz gesagt, es liegt digital vor, dann kann ich dem auch mit digitalen Methoden begegnen und das mit digitalen Methoden bearbeiten. Das ist eine Möglichkeit, Digital Humanities zu definieren. Wir begegnen der Digitalisierung mit auch digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften. Und ein mögliches Ergebnis sieht so aus. Ich werde schon lachen, so, ne? Also ihr denkt also, was hat das zum Teufel noch mit Geisteswissenschaften zu tun? Also wo steckt da bitte der Geist? Also da ist er übrigens, ne? Weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Will ich jetzt etwa sagen, KI nimmt mir meine Arbeit ab und dass HistorikerInnen nur noch irgendwelche Daten analysieren sollten oder so etwas und gar keine Texte mehr lesen? Absolut überhaupt gar nicht. Ich will hier sagen, an diesem Punkt, ich glaube nicht, dass wir mit solchen Schritten, mit so einer Arbeit den Geist aus den Geisteswissenschaften austreiben. Und das möchte ich euch kurz einmal an einem Beispiel zeigen, nämlich an einer Methode, die ich benutze, um genau das hier zu machen. Ich möchte euch Mallet vorstellen. Ich nenne ihn liebevoll voll Mal-E oder Mal-E. Ich sage jetzt mal Mal-E, weil ich sonst nicht darüber stolper. Mally macht für mich Topic Modeling. Das heißt, ich gehe hin und sage, Mally, fass mir diese 482 Aufsätze bitte in 20 Themen zusammen. Und Mally macht das und gibt mir dann Wortlisten aus. Was heißt das faktisch? Faktisch spiele ich mit Mally Tabu, weil ich versuche für diese Wortlisten einen Überbegriff zu finden. Und das werden, die Leute werden überhaupt nicht irgendwie kritisch, wenn die einen so fragen, so, was machst du eigentlich so in deiner Diss? Ja, ich arbeite zum Geist und spiele mit Robotern Tabu. Also,
Die denken gar nicht, dass man so langsam wahnsinnig wird, ne? Aber egal. Faktisch sieht das Ganze dann so aus. Melly nennt uns zum Beispiel Satz, Stellung, Beispiel, folgend, Syntax. Okay, Syntax, hier geht es irgendwie um Sprachwissenschaft. Und anhand dieser Wortliste kann ich dann das Thema feststellen. Melly nennt uns Geist. Ah, okay, es ist genau das Thema, was uns interessiert. Dankeschön. Geist als Kultur, also genau das wollen wir wissen. Melly kann aber nicht nur das uns Wortlisten nennen und daran können wir Themen erkennen. Melly kann uns auch noch sagen, zu welchem Anteil Texte aus welchen Themen bestehen. Wenn ich das dann wiederum auf die gesamte Zeitschrift mir anschaue und das berechne und das auswerte, dann kommt am Ende das hier dabei raus. Und dann sehe ich, zu welchem Anteil welcher Jahrgang aus welchem Thema besteht. Wenn ich das weiter zusammenfasse, bekomme ich so einen Überblick über die gesamte Entwicklung der Wissenschaft auf einen Blick mit der Hilfe von Mary. Aber die netten Roboterfreunde, die können auch noch mehr. Die können zum Beispiel auch sagen, okay, dich interessiert dieses Thema, in dem Geist vorkommt. Ich habe hier übrigens noch so drei andere Texte, die du dir mal anschauen kannst. Aber was passiert hier? Unsere Lektüre kann sich komplett verändern. Wir müssen nicht mehr nur auf Titel gucken oder so, wenn wir mit großen Textmengen arbeiten und dann sagen, okay, das lesen wir. Sondern wir können wirklich von dem ausgehen, was uns interessiert, von dem Inhalt, um das es wirklich geht. Und das ist für mich wichtig, der dazu seine Diss bearbeitet, aber auch für alle Leute, die das nachnutzen wollen. Aber ich habe schon gesagt, wir müssen den ganzen Mist dann noch lesen. Ne? Also das nimmt uns die Maschine nicht ab. Denn ich glaube, hier kann man sehen, in Geisteswissenschaften gilt, ohne uns sind die Maschinen ganz schön dumm. Es braucht immer noch den Menschen, der das Ganze interpretiert. Und wenn wir das hier so deuten, da ist da weder irgend so ein gespenstischer Geist im Hintergrund, noch irgendwie der Geist in der Maschine, sondern der Geist im Sinne von Lazarus, nämlich der menschliche Verstand eingebettet in eine Kultur und wir müssen das Ganze deuten. Und das ist auch gut so. Wir treiben hier nicht den Geist aus den Geisteswissenschaften aus. Also, kurz und gut, Maschinen können uns helfen, vergessene DenkerInnen wiederzuentdecken, aber der Geist verbleibt in den Geisteswissenschaften, ganz im Sinne von Lazarus, und das ist auch gut so. Dankeschön. Du darfst, wenn du möchtest, direkt gehen. Aber das brauche ich. Den brauche ich. Den brauche ich. Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt es schon selbst gemacht, während ich hier mit den Mikros beschäftigt war. Großer Applaus für Stefan. Oh, der Nachname, Reiners selber. Sorry. Genau. Wir brauchen ein Stichwort, wir brauchen ein Stichwort. Ich schreibe hier mal locker flockig deinen Namen auf und ihr könnt schon mal in euch gehen. Wir haben hier einmal Schreibtisch-Credibility. Lazarus, was möchtest du? Zerquetschte Geister. Womit kannst du dich am meisten identifizieren? Was soll ich aufschreiben? Alles schön. Ja. Alles schön. Ja. Also, dass mir der Spruch Schreibtisch Credibility eingefallen ist, darüber habe ich mich am meisten gefreut. Dann nehmen wir das. So soll es in Erinnerung bleiben. Auch weil ich dann jetzt überlegen muss, wie man Credibility schreibt. Cool, danke schön, danke euch. Vorher war auch schon so schwierig. Was ist mit euch? Wieso seid ihr gemein zu mir? Nein, ich schaff's. Super, vielen lieben Dank auch für diesen krassen Vortrag, für diesen Plagiatsfall. Richtig tragisch auch, dass wir dann alle AntisemitInnen sind, wenn wir das vortragen. Habe ich drüber nachgedacht. Ja, trotzdem machen wir weiter. Wir machen in einer Tour weiter. Und dann möchte ich direkt unsere nächste Teilnehmerin auf die Bühne rufen. Und das ist Berit Weiß. Komm hoch und ein großer Applaus. Noch eine Philosophin. Ja. Genau. Die einzige Studentin heute, nicht wahr? Mhm. Okay. Wie kam es dazu? Also es ist voll gut. Erzähl. Ich dachte mir, die Hausarbeiten immer so in einer Schublade verstauben zu lassen, ist ziemlich schade, weil wir da als Studenten sehr viele Tage, beziehungsweise besonders die eine Nacht vor der Abgabe investieren. Und deswegen dachte ich mir, ja, dieser Stress soll nicht umsonst sein. Das muss an die Öffentlichkeit. Finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank auch für den Mut, hier unter den ganzen Promovierenden und Promovierten aufzutreten. Krasse Leistung, finde ich richtig gut. Wir haben noch ein, also abgesehen von Pizza, wissen wir jetzt, lieben wir alle, so. Noch ein gemeinsames Hobby, ne? So Tiermemes, Katzenmemes und so. Richtig gut.
Seht ihr noch? So kleiner vielleicht. Genau. Schon mal kleiner Vorgriff. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß und dir auch. Ich gebe dir den. Vielen Dank. So. Muss ich einmal überlegen, welcher Fall der richtige ist. Der wahrscheinlich, oder? Ja. So. Ja, super. Okay. Also als vierte Slammerin des Abends habe ich mir überlegt, dass ich euch erstmal direkt zum Mitmachen einladen werde. Und zwar werde ich euch jetzt drei Aussagen vorstellen. Und ihr hebt bitte einmal die Hand, wenn ihr der Aussage so oder so ähnlich zustimmen würde. Kommen wir zur ersten Aussage. Hebt einmal die Hand, wenn ihr sagen würdet, ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Das heißt, ich bin motiviert, ich kann mich in meinem Potenzial entfalten, ich tue was Sinnvolles. Bei sinnvoll gingen ein paar Hände wieder runter. Aber Spaß macht's trotzdem, das ist gut. Alles klar, das sind recht viele Hände. Gehen wir direkt mal weiter zur zweiten Aussage. Einmal die Hand heben, wer sagen würde, die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen und die Einkommensverteilung sind gerecht und als unkritisch zu betrachten. Oh. Ja, ich würde sagen, das ist so 1% ungefähr, der sich jetzt gerade gemeldet hat. Und kommen wir noch mal zur letzten Aussage. Einmal die Hand heben, wer sagen würde, ich verbringe genau die richtige Menge an Zeit mit Arbeit. Das sind vielleicht Studenten. Sehr schön. Ja, aber das ist doch jetzt komisch. Wir sind zufrieden mit unserer Arbeit. Habe ich vergessen hier? Da sind wir jetzt. Das ist komisch. Wir sind zufrieden mit unserer Arbeit, obwohl uns grundlegende Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit bewusst sind. John Denayer zog daraus den Schluss, dass nicht die Arbeit an sich schlecht ist, sondern dass dem jetzigen System ein kollektives Handlungsproblem unterliegt. Das heißt, individuell entscheiden wir rational, multiplizieren wir diese Entscheidungen aber auf eine gesamte Wirtschaft oder Gesellschaft, entsteht daraus ein System, das den Beteiligten schadet. Wir haben uns also ein System erschaffen, das sich selbst als Muster erhält und uns Menschen schadet und schwer zu verändern ist. Erstmal blöd. Aber was genau ist denn jetzt strukturell das Problem? Warum genau sollten wir unsere Arbeit skeptisch betrachten? Und dafür möchte ich euch einmal Max vorstellen. Und Max ist seit kurzem Kurierfahrer. Und damit ist Max Teil eines wachsenden Phänomens der Gig-Economy. Das heißt, dort werden kleine Aufträge kurzfristig meist über Online-Plattformen vergeben. Auf diese Weise können Firmen vor allen Dingen eins sparen, nämlich Kosten. Wir kennen das auch unter vielleicht den Begriffen Outsourcing und Subcontracting. Max schwärmt von seiner Arbeit, denn er hat ganz viel Autonomität und Flexibilität. Die Autonomität kommt aber auch damit einher, dass er als Selbstständiger angestellt ist. Das ist eine weniger sichere Arbeitsform mit weniger nichtsgehaltbezogenen Leistungen und weniger Arbeitsschutz. Die Flexibilität bedeutet auch eine Unterbeschäftigung in Form von Teilzeitverträgen oder auch nicht bezahlten Arbeitsstunden. Und auch der 25 Cent Bonus pro Lieferung, den er erhalten könnte, wenn er 26 bis 100 Lieferungen im Monat schafft, und das ist nur der erste Bonus, den man kriegen kann, kann nicht wirklich den niedrigen Lohn ausmerzen. Denn das, was der Ertrag durch das Subcontracting und Outsourcing wird natürlich nicht an die Angestellten weitergegeben, sondern an uns, Konsumenten oder auch an die Investoren. Das heißt, die Trends des Subcontracting und Outsourcing führen zu prekären Arbeitsumständen. Und auch das lustige GPS-Gerät an Max Fahrrad, was für uns Konsumenten als kleines Spiel gesehen ist, vielleicht seiner Lieferung beim Fahren durch die Stadt zuzuschauen, ist nämlich eigentlich als Mittel zur Überwachung eingesetzt durch den Arbeitgeber. Das heißt, diese neue Technologie gilt als Voraussetzung für die prekären Arbeitsbedingungen, weil dadurch erst wird das Ganze möglich. Na,
Prekäre Arbeitsbedingungen, die kennen wir auch aus einem anderen Kontext, nämlich der Wissenschaft. Und da wird auch ein ganz anderes Problem noch besonders deutlich. Und dafür möchte ich euch einmal die Doktorandin Laura und ihre Betreuerin, die Professorin Meyer, vorstellen. Wie bei so vielen DoktorandInnen der Fall, ist Laura nicht nur in einem Betreuungs- und Promotionsverhältnis mit Professorin Meyer, sondern auch in einem Arbeitsverhältnis. Durch diese hierarchische Struktur versucht Laura natürlich ganz besonders, sich gut zu stellen mit Professorin Meyer und handelt in dem von ihr vorgegebenen Rahmen. Das bedeutet, sie ist zum Beispiel am Wochenende per Zoom erreichbar, weil sich das die Professorin so wünscht. Das bedeutet aber auch, dass die Professorin Meyer eine Art beherrschenden Einfluss über Laura hat. Und das können wir auch auf die ganze, diese hierarchische Struktur können wir auf die ganze Arbeitswelt übertragen. Auch Professorin Meyer selbst oder der selbstständige Max unterliegen einer Art von beherrschender Macht, zum Beispiel eines institutionellen Rahmenwerks, eines Kunden oder potenzieller Investoren. Das bedeutet, wir arbeiten in einem freiheitsuntergrabenden System. Wir sind nicht frei, wenn wir arbeiten. Ja, die technischen Neuerungen sind aber nicht nur der Bewegbereiter für prekäre Arbeitsumstände, wie wir das bei Laura mit der Wochenendbereitschaft gesehen haben oder bei Max mit dem GPS-Tracking-Gerät, sondern auch sie ebnen auch den Weg für die Automatisierung von Arbeitsplätzen. Als Resultat haben wir eine zunehmend polarisierte Arbeiterschaft. Das heißt, eine große Zahl an hochbezahlten Personen, denen kommt Großteil des wirtschaftlichen Ertrags zu. Wir kennen das alle als die Schere zwischen Arm und Reich. Jetzt schauen wir uns mal Max an. Wie sieht Max nach 8 Stunden Arbeit aus? Ja. Und er verdient recht wenig dabei. Und jetzt überlegen wir uns mal einen Rechtsberater im Unternehmensrecht. Der sieht nach 8 Stunden Arbeit ungefähr so aus und verdient recht viel. Ist das gerecht? Die Einkommensverteilung steht häufig in keinem erkennbaren Verhältnis zur Leistung oder Fähigkeit. Das ist erstmal sehr ungerecht und diese Ungerechtigkeit, diese verteilungsmäßige Ungerechtigkeit, liegt in unserem institutionellen Rahmenwerksystem begründet. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Als die Frage im Raum stand, ob wir genau die richtige Menge an Zeit investieren in unsere Arbeit, haben nur sehr wenige aufgezeigt. Das heißt erstens, wir arbeiten zu viel. Aber das Problem ist noch viel größer. Und dafür möchte ich euch einmal das Arbeitstier vorstellen, manchen vielleicht auch als Bürohengst bekannt. Das Arbeitstier ist natürlich anwesend, wenn wir arbeiten. Das sehen wir, wenn wir hier einmal reinzoomen. Das Arbeitstier ist aber auch anwesend, wenn wir uns gerade erholen von der Arbeit. Wir denken weiterhin an die Arbeit. Und auch wenn wir uns noch in einer ganz anderen Lebensphase befinden, ist das Arbeitstier schon dabei. Womit hat das zu tun? Naja, Arbeit hat sich zu einem Maßstab entwickelt, anhand dessen wir alle anderen Tätigkeiten bewerten und interpretieren. Das heißt, wir stehen unter dem konstanten Druck, auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbstauglich zu werden oder zu bleiben. Und damit können wir von der Kolonialisierung unserer Zeit durch die Arbeit sprechen. Und nun ist es sehr schwierig, die prekären Arbeitsbedingungen von Max, die beherrschende Macht von Professorin Meyer über Laura, die ungerechte Einkommensverteilung und die Kolonialisierung unserer Zeit durch das Arbeitstier zu rechtfertigen. Denn die meisten Menschen sind noch nicht einmal zufrieden mit ihrer Arbeit. Das ergab eine weltweit angesetzte Studie, wo in keinem Land über 40% der Menschen angaben, zufrieden mit ihrem Job zu sein. Das ist ziemlich hart. Was heißt das jetzt für uns?
Wir sollten unsere Arbeit hassen, weil sie strukturell schlecht ist. Es ist ein menschengemachtes System, das dem Menschen selbst nicht gut tut. Dahinter liegt ein kollektives Handlungsproblem. Und jetzt? Jetzt treten wir gemeinsam mal einen Schritt zurück. Und wir sehen, wir könnten bei dem jetzigen System ansetzen und versuchen, dies zu verändern. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und die spielt auf einen Trend an, den wir bis jetzt nur in seinen negativen Konsequenzen gehört haben, nämlich der technologische Wandel. Mit dem Voranschreiten der Automatisierung könnten wir in 30 Jahren in einer Welt leben, in der die meisten Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt wurden. Wenn Arbeit strukturell schlecht ist, wäre das für uns nicht eine Chance? Vielen Dank. Ja, mal was richtig zum Nachdenken, ne? Dankeschön. Wir brauchen ein Stichwort, auch für Berit. Okay, wir haben Bürohengst. Gibt es noch weitere Arbeitstier, Bürohengst? Scheint große Zufriedenheit sich auszubreiten. Was möchtest du gern? Arbeitstier, hervorragend. Wunderbar, das kann ich sogar problemlos schreiben. Dankeschön. Sehr schön. Dann, ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Der vierte Teilnehmer des heutigen Abends, der letzte Science Slammer, Mike Heinze. Herzlich willkommen auf der Bühne. Großer Applaus. Auch wir haben zusammen Pizza gegessen, auch wir haben uns unterhalten und auch wir haben eine Gemeinsamkeit, die richtig, richtig schön ist, finde ich. Ja, weil auch du. Wir haben viele schöne Gemeinsamkeiten. Dessen bin ich mir sicher. Aber eine, wir wählen bestimmte Seminarthemen für unsere universitäre Lehre. Da kommst du aber gleich noch drauf, ja, das nehme ich nicht vorweg. Und unsere Studis müssen dazu präsentieren. Ja. Und die Gesichter, also ich mache das ja eigentlich nur, damit ich in die Gesichter der Studierenden schauen kann, die immer alle erst so, kann ich das jetzt wirklich sagen? Ja, können Sie, sagen Sie es einfach. Genau, und das finde ich total schön. Und deswegen freue ich mich natürlich auch als Expertin auf dem einen oder anderen Forschungsgebiet in dieser oder jener total auf deinen Vortrag. Und ihr euch bestimmt hoffentlich auch gerade nach dieser, jetzt fragen sich natürlich alle, was ist hier los, was wird passieren? Ja, lasst euch mal überraschen. Ich wünsche dir viel Spaß, wünsche euch viel Spaß und Bühne frei. Ja, schönen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Es wird peinlich. Erstmal eine Warnung, das Folgende ist unter Umständen nicht jugendfrei, aber garantiert wissenschaftlich. Doch, das geht, werde ich beweisen. Und ich werde auch noch belegen, warum das denn jetzt einen Literaturwissenschaftler interessieren sollte. So, meine Herren, wer jetzt noch mal gehen möchte, ist da hinten rechts um die Ecke. Aber wenn Sie gehen, und Entschuldigung, ich spreche heute mal nur über die Herrentoilette klassischer Art. Über alle anderen Institutionen müssen wir uns bei anderer Gelegenheit mal unterhalten. Also, wenn Sie gehen, dann kennen Sie ja jetzt alle die Regeln. Ne? Augen geradeaus am Urinal, schnell fertig werden, Hände waschen. Ja, da haben wir schon einen. Also, was ist denn, wenn Sie die Regeln gar nicht so gut kennen, wie, der ist für später, der kommt noch. Was ist denn, wenn Sie die Regeln gar nicht so gut kennen, wie Sie sich das gedacht haben? Was ist so besonders an der Herrentoilette? Der Geruch, ja klar. Aber denken wir noch mal drüber nach, was da passiert. Vor allem am Urinal. Ich gucke die Herren im Publikum an, die kennen sich da aus.
Dann nehmen wir, rein metaphorisches Wir, Sie dürfen sich anbegriffen fühlen, dann nehmen wir ein Körperteil aus der wohlumhüllten Privatheit unserer Unterwäsche, das in der Öffentlichkeit nach allgemeinem Empfinden nichts verloren hat, könnte sogar strafbar sein, kommt auf den Anlass an. Aber hier sind wir jetzt auf der Herrentoilette angekommen, bitte da hinten nicht drängeln. Hier darf man das. Macht ja auch Sinn. Erleichterung geht schnell, muss sein. Aber nun ist der Penis, ja, ich habe ihn jetzt genannt, ja eigentlich nie nur ein Körperteil. Irgendwo in seinem Innern steht er ja immer für den Phallus, für das männliche Privileg. Wird immer mal gerne metaphorisch, ich bin immer metaphorisch, nicht wahr? Wird immer mal gerne metaphorisch zum Vergleich hingehalten. Aber jetzt liegt er offen auf der Hand. Also, ja, gut. Und damit haben wir eine Körperlichkeit, die homosozial in einem ganz besonderen Sinn ist. Das Entblößen dieses Körperteils funktioniert nur so ungezwungen, wenn wir alle von gleichen Voraussetzungen ausgehen. Ich tu's, du tust es, alles gut. Aber nicht zu lange hinschauen. Die Grenzen zwischen homosozialem, homoerotischem und homosexuellem sind nämlich unter Umständen fließend und können dann zu Missverständnissen führen. Du hast ja gerade nur auf das Graffito da geschaut, ne? Ja, ja. Also, Foucault rausgeholt, wieder rein metaphorisch, Foucault rausgeholt und die Heterotopie bemüht, ein klar definierter Raum, der für eine klar definierte Gruppe klar definierte Regeln hat, für andere an diesem Raum, in diesem Ort als Raum aber überhaupt nicht erkennbar ist. Ist doch alles super. Jetzt können wir uns entspannen, muss ja auch sein, ne? Wir kennen alle die Regeln. Die Frage werde ich jetzt noch öfter stellen, aber kennen wir denn wirklich alle die Regeln? Sind wir eigentlich alle im gleichen Raum? Sie sind auf der Toilette zum Urinieren. Wozu sonst? Da geht man ja für hin. Der Herr neben Ihnen, frisch aus England eingetroffen, wähnt sich aber im Cottage. Der Amerikaner, der gerade reinkommt, der nennt das einen Tea Room. Der Franzose, der danach reinkommt, denkt, ah, mais oui, les das. Naja, und der Kölner neben Ihnen, der stand doch gerade noch ein Urinal weiter, oder? Der Kölner neben Ihnen, der ist überhaupt nicht auf die Toilette gegangen. Der ist auf die Klappe gegangen. Cottage, Tea Room, Letas, die Klappe. Alles Begriffe, die eine tatsächliche Heterotopie abbilden können innerhalb unserer Herrentoilette, die eigentlich überhaupt keine Heterotopie ist, weil die Regeln viel zu transparent sind. Ach, transparent, Toilette, ja, geht auch schon wieder schief. Also, wenn ich vom Cottaging spreche, dann spreche ich von einer sexuellen Nutzung von öffentlichen Toiletten. Der Kollege, der eben aus Versehen auf das Graffito geschaut hat, Guardian, seriöse Quelle, ja, wurde vielleicht zu Unrecht angegangen. Bist du schwul oder was? Ja, aber was denn, wenn ich's bin? Und wenn ich gar nicht auf das Graffito geschaut habe? Dann kenne ich einige Regeln dieser Heterotopie, die mein Nebenmann eben gerade nicht kennt. Vergessen dürfen wir nicht, dass es hier nicht um reinen Hedonismus geht, sondern um eine queer-historische Notwendigkeit und eine Gefahr. In Zeiten des Verbots homosexueller Handlungen ist die Klappe einer der wenigen Orte, wo Gleichgesinnte sich versteckt und ängstlich treffen können. Es ist aber auch der Ort, und da sind wir bei ihm angekommen, wo Polizisten im Sinne des Entrapments sich sicher sein können, dass sie diejenigen, die sie suchen, auch anfinden werden. Und in der ach so liberalen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, schwule Tradition oder die Lust am Risiko. So, was will jetzt der Literaturwissenschaftler mit diesen ganzen Obszönitäten? Ganz einfach. Das Cottage ist ein fantastischer queer-historischer Raum und wird natürlich auch gerne in der Literatur aufgegriffen. Und wir werden uns jetzt mal in aller Kürze drei Beispiele anschauen. Zum einen ein Beispiel für die Lesbarkeit dieses Raums, zum anderen für die Community, die man da antrifft, und für die Atmosphäre in diesem Raum. Fangen wir mit der Lesbarkeit an.
In Warwick Collins' Roman Gents aus dem Jahr 1997 nimmt S. Murphy einen Job als Toilettenwart in der Londoner U-Bahn an und erzählt nach der Schicht den Kollegen, dass es schon so ein bisschen komisch war, dass einer der Herren in der Kabine des anderen gewartet hat, dass diese frei wird. Jason seemed embarrassed more by S's innocence than the subject under discussion. He shook his head and looked away. Finally, Reynolds said, "You don't know?" "Don't know what?" "Happening all the time," Jason said. "What happening?" S said. "All the time," Reynolds repeated. "Reptiles." S looked from one face to the other. "Men are two in... sometimes three." "No," Jason said. "One time five." "Five?" Ed was incredulous. Jason nodded. "Five, walk out." They paused. As sipped his tea and considered. Collins zeigt uns humorvoll, dass der erotische Subtext der Klappe eben nicht unbedingt auf der Hand liegen muss und sich einem etwas weniger weltgewandten Menschen unter Umständen auch völlig entziehen kann. Aber fünf in einer Kabine waren Toiletten jemals so großzügig bemessen. Was ist das nun für eine verschworene Gemeinschaft? In Ellen Hollinghursts Roman The Swimming Pool Library von 1988 spielen Cottages eine wichtige Rolle. Denn hier treffen sich zwei der Hauptcharaktere, Will Beckwith, der Ich-Erzähler, und der ältere Lord Nantwich. Will ist jung und der Überzeugung, dass Cottages nur etwas für die Alten, für die Desperaten sind. "I went down the tiled steps between the tiled walls and a hygienic, surprisingly sweet smell surrounded me. It was all very clean and at several of the stalls under the burnished copper pipes to which someone must attach all their pride. Men were standing, raincoats shrouding from the innocent visitor or the suspicious policeman, their hour-long footlings. I felt a faint revulsion, not disapproval, but a fear of one day being like that. Their heads seemed grey and loveless to me as they turned in automatic anticipation. What long investment they made for what paltry results." Eine deprimierende Szene, die den Jugendkult schwuler Kulturen unterstreicht, gleichzeitig aber auch hervorhebt, dass wir eben in einem traditionellen Raum sind, den die älteren Mitglieder der Community weiterhin aufsuchen. Old habits and so on. So, und wie ist das jetzt da so atmosphärisch? Jochen Brauchs Liebesroman Thomas und Lucky aus dem Jahr 1999 bringt uns jetzt nach Hause, nämlich nach Düsseldorf. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, in die Klappe am Kirchplatz. Straßenbahnverbindung finden Sie in Kapitel 17. An den Pisswänden standen ihm nicht bekannte Männer verschiedenen Alters, teils allein, teils zu zweit oder dritt. Einige wirkten eher verhuscht, andere routiniert. Eine eigenartige Spannung lag über der ganzen Szene. Links vom Eingang, durch den gerade ein verirrter Hetero hereinsah, der kopfschüttelnd sofort wieder abdrehte, ging es in einen zweiten Raum. Außer einem beschädigten Waschbecken befanden sich dort drei Kabinen. Die zurzeit belegt waren. Den Geräuschen nach zu urteilen, hielten sich nicht nur bestimmungsgemäß Einzelpersonen darin auf. Vor den Kabinen standen andere, die versuchten, durch Löcher Einblick zu gewinnen. Der Geruch in diesem Teil der Unterwelt variierte leicht, war aber auch nicht besonders einladend. Thomas wunderte sich, dass ihn das von Anfang kaum gestört hatte. Gesprochen wurde auch hier so gut wie gar nicht. Allenfalls leise. Brauchsiepes Wortgewandtheit verdient unsere Anerkennung. Verhuscht sind einige, routiniert sind andere. Gefahr und Routine existieren im gleichen Zeitraum, sind das Wesen dieses Ortes, eines Ortes, der bei Brauchsiepe schon fast dominant queer ist. Denken Sie an den Hetero, der reinkommt und direkt wieder abdreht, weil er merkt, dass er da nichts verloren hat. Voyeurismus gehört genauso zum Spiel wie die hygienisch unangenehmen Umstände und die wortlose Handlung. Wir kommen zurück zur Ausgangsfrage. Kennen wir jetzt alle die Regeln? Oder haben Sie gerade was Neues gelernt? Also wenn ja,
Dann hoffe ich, habe ich Ihnen nicht allzu sehr die Unbedarftheit genommen, wenn Sie das nächste Mal, Sie wissen schon, diesen Ort aufsuchen und vielleicht den zweiten Raum erkennen, von dem Sie gar nicht wussten, dass es ihn an diesem Ort gibt. So, jetzt muss ich selbst mal. Vielen Dank. Ihr erkennt schon eine Veränderung im Aufbau. Der Mike darf nämlich hier bleiben, weil es ja jetzt zum spannenden Teil übergeht, zur Abstimmung. Daher kommt ihr doch schon mal hoch, Stefan und Berit, während wir gerade noch an einem Stichwort für dich basteln. Ich auch. So, was haben wir denn hier für Stichworte? Klappe. Bitte? Klappe haben wir? Penis. Nehmen wir, oder? Ja. Dankeschön auch dafür. Ich ziehe mal hier das Flipchart ein bisschen weiter nach vorne. So, wunderbar. Ich danke euch für die tollen Vorträge. Ich bin ein bisschen stolz, aber natürlich müsst vor allen Dingen ihr stolz sein, weil ihr das großartig gemacht habt. Daher bitte noch mal einen großen Applaus für alle zusammen. Schon angekündigt, jetzt geht es zur Abstimmung. Seid ihr ein bisschen nervös? Ich stelle auch gemeine Fragen jetzt, ne? Ich lasse es. Ich erkläre euch ganz kurz nochmal die Regeln. Ihr habt schon gehört, ne? Ihr sollt per Applaus abstimmen. Ihr sollt, könnt nochmal kurz in euch gehen. Wer war von euch die Person, die den Sieg jetzt am meisten verdient hat? Ihr sollt natürlich für alle klatschen. Das macht ihr auch eh. So, ihr seid voll lieb. Das ist super. Klatscht für die Person am meisten, macht am meisten Lärm für die Person, die für euch wirklich den Sieg verdient hat. Wir werden gleich in umgekehrter Reihenfolge abstimmen. Das heißt zuerst Mike, dann Berit, dann Stefan, dann Stefan. Genau. Und dann müssen wir ja irgendwie noch herausfinden, wer denn gewonnen hat. Also ne, ich möchte das nicht von meinen ehrlicherweise ziemlich doofen Ohren abhängig machen. Deswegen, ihr kennt es vielleicht schon von anderen Heinrichs und Heineslams, möchten wir wieder ein, oder möchte ich gerne ein Ohrenkomitee nach vorne bitten. Jetzt brauchen wir hier diese Stühle. Das heißt, das Ohrenkomitee, ihr stellt eure Ohren, also ich würde gerne hier 6 funktionale Ohren auf der Bühne haben, und ihr schätzt dann ein, wie hoch war der Applaus. Ihr habt hier Dankeschön. Wir haben hier Stifte, Notizzettel, wir haben Klemmbretter, die wurden extra bestellt und organisiert. Also richtig allerfeinster Service hier fürs Ohrenkomitee. Genau. Und ihr sollt dann jeweils für euch Notizen machen, ne? Vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, ist eine ganz gute Annäherung. Und ihr kommt dann zu dem Ergebnis, wer diesen Abend gewonnen hat oder... Ja, vielleicht sind es auch mehrere, vielleicht müssen wir noch mal ein Stechen machen. Auf jeden Fall kommt ihr dann zu der Einschätzung, ihr schätzt den Applaus ein. Wer würde sich denn dieser wichtigen, verantwortungsvollen Aufgabe hier zur Verfügung stellen und es gleichzeitig auch nicht befangen, möchte ich. Es gibt doch einige Fanclubs hier. Wer kann sich das vorstellen, das zu machen? Dankeschön. Bist du nicht befangen? Hervorragend, bitteschön. Tobi, dankeschön. Dankeschön. Und dann brauche ich noch eine dritte Person. Ich fände es ganz gut, eine Frau. Eine Frau fände ich ganz gut. Da hinten. Dankeschön.
Wie heißt du? Ich danke dir. Nadine, hi. Nadine, danke schön, dass du deine Ohren zur Verfügung stellst. Tobi, ich kenne dich. Ja, hallo. Danke schön. Ich bin der Tobi. Der Tobi, viele kennen dich, glaube ich, hier, ne? Ja. Von anderen Slams. Und du bist der? Noah. Noah, danke schön. Ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich, dass ihr mir hier helft bei dieser wichtigen, verantwortungsvollen Aufgabe. Muss mal gucken, ob ich euch der Reihenfolge ordnen muss, damit ich das kognitiv hinbekomme. Ja, komm, wir machen das mal. Komm, Mike, du mal einmal zu mir, bitte. Und dann Berit. Und dann, ihr sortiert euch selbst. Das ist super. Dankeschön. Genau. Ich hoffe, ihr seid kurz in euch gegangen. Ihr seid bereit? Okay, super. Dankeschön. Dann bitte ich jetzt dich einmal nach vorne, Mike. Applaus für Mike. Dankeschön. Dann darf ich dich einmal nach vorne bitten, Berit. Einmal bitte Applaus für Berit. Dankeschön. Dann darf ich dich nach vorne bitten, Stefan, jetzt gehen wir nochmal auf die Stichpunkte zurück, weil es ein bisschen länger her ist, die Schreibtisch-Credibility. Einmal Applaus bitte für Stefan. Dankeschön. Und dann darf ich dich, Stefan, einmal nach vorne bitten. Was haben wir da notiert? Ja. Oh ja, des Spaßes halbers Wegens. Einmal Applaus bitte für Stefan. Danke euch. Ich darf euch noch ein bisschen um Geduld bitten. Möchte ich gerne. Ich muss mich eben mit meinen Ohren besprechen. Habe ich das Mikro mal eben aus, ne? Sicher ist? Komitee ist zu einer eindeutigen Entscheidung gekommen. Und vielleicht habt ihr es auch gemerkt. Stefan Hartmann, komm nach vorne, der Sieger des heutigen Abends. Gemacht. Ich kann da gar nichts hinzufügen. Ich beglückwünsche dich. Vielen, vielen Dank. Super. Ich darf an dieser Stelle Simon Brandes und unseren Dekan Herrn Landwehr und auch den Vertreter Christian auf der Lake auf die Bühne bitten, aus der Philosophie. Ist er denn hier? Aus der Germanistik, sorry. So viele Philosophie. Ist er gar nicht hier? Nein. Ist irgendjemand aus der Germanistik hier? Ja. 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 Sind Studis von dir hier? Ist jemand, sind Luca, Mitarbeitende ja. hier? Wen möchtest du auf der Bühne haben? Dann kommt doch Luca.
offizielle Preisübergabe. Heinrich, mir graut vor dir, ist in dem Fall nicht richtig, sondern es ist ein wunderschöner Preis. Ja. Genau. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch, die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Gratuliert dem Institut für Germanistik ganz herzlich und vor allem natürlich Stefan Hartmann zu diesem hervorragenden, zu dieser hervorragenden Performance. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert, wie über alle. Also echt ganz toll. Bin schwer begeistert, was wir alles hier wuppen als Fakultät. Das ist echt großartig. So, und damit geht der Preis in diesem Jahr an das Institut für Germanistik. Ich finde es auch sehr passend, dass Sie in diesem Jahr, dass es in diesem Jahr auch ein studentischer Vertreter dann entgegennimmt den Preis. Das ist auch mal durchaus angemessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen soll. Ich möchte aber noch mal an der Stelle Danke sagen, weil noch kann ich reden, bevor ich jetzt gleich von der Bühne geboot werde. Ganz herzlichen Dank an Simon Brandis und vor allem an unsere ganz wunderbare Moderatorin Frau Tholfsen. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Stefan, jetzt bist du auch endlich dran, ne? Nachdem der Dekan hier die Reihenfolge gesprengt hat. Allerherzlichsten Glückwunsch von uns allen für dich. 400 Euro für dich. Anna, komm doch auch nochmal auf die Bühne. Die Anna kommt auch nochmal auf die Bühne. Weil ich das total schön finde, wenn wir doch mal irgendwie ein Foto von allen machen, oder? Genau. Ein kleines Fotochen noch. Weil die anderen auch so wunderbar toll performt haben, bekommen sie einen kleinen Heinrich. Oh. Bitte schön, danke. Bitte schön. Bitte schön. Und du auch. Damit der Stefan Dankeschön. Natürlich auch einen kleinen Heinrich bei sich auf dem Tisch stehen hat. Vielen Wunderbar. Dank. Vielen Dank, Jutta. Dankeschön. Vielen Dank alle. Gibt es noch was zu sagen? Sonst würde ich ja, der Stefan möchte was sagen. Der Stefan muss auch was sagen. Ja, also Achim Landwehr hat mir es jetzt schon vorweggenommen, aber auch im Namen der anderen Slammerinnen und Slammer will ich mich auch nochmal bei dir, Jutta, bedanken, denn was viele vielleicht nicht wissen, Jutta hat uns nicht nur moderiert heute Abend, sondern uns auch ganz hervorragend gecoacht. Also so zwischen, ich weiß nicht, also bei mir waren es wahrscheinlich mindestens 70-80% dessen, was ihr da gesehen habt, das war dank... Nein. Deine Leistung, eure Leistung. Danke. Also deswegen auch vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank natürlich auch an Simon für die tolle Organisation und natürlich danke auch an euch alle für diesen tollen Abend. Dankeschön. Wenn dann alles gesagt ist, dann vielleicht wird es euch langsam unangenehm, hier dieses Ringelpiez mit anfassen auf der Bühne, exklusiver Raum. Ich möchte zwei Sachen noch sagen, also drei Sachen. Vielen lieben Dank euch, ihr wart ein krass tolles Publikum, ich liebe das. Zweitens, ich hoffe, euch alle wieder zu sehen nächstes Jahr. Der Heinrich wird auf jeden Fall jetzt und für immer in alle Ewigkeit stattfinden. Und drittens, vielleicht die Belohnung auch für euch, es gibt jetzt im Foyer Kaltgetränke, Brezeln, wirklich alles das, was ihr braucht und eine Toilette und alles, was ihr braucht. Also vielen lieben Dank für den schönen Abend. Oder?